Wendet euch an Gott. Verbringt Zeit mit ihm. Findet mit seiner Hilfe heraus, wer ihr seid, welches Temperament und welche Persönlichkeit ihr habt. Werdet frei von dem Gefühl, dass etwas mit euch nicht stimmt. Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. Ich bin überzeugt davon, dass die biblischen Wahrheiten, die ihr hier hört, euch in den Bereichen, um die es geht, verändern werden. Ich möchte heute darüber sprechen, wie einzigartig wir alle sind. Wir müssen ein Ja dazu finden und die Person sein, die wir sind, anstatt die Kopie eines anderen zu sein. John Mason hat gesagt, du wurdest als Original geboren, stirb nicht als Kopie. Es ist leicht, an sich herumzunörgeln und zu meinen, man müsste so sein wie jemand anders. Früher versuchte ich eine Zeit lang, wie die Frau meines Pastors zu sein. Ich versuchte auch, wie meine Nachbarin und sogar wie Dave zu sein. Das ist furchtbar kräftezehrend und bringt nur Durcheinander. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir alle Makel haben. Aber wir haben auch einzigartige Gaben und Talente. Psalm 139 ist ein wunderschöner Psalm. Dort heißt es, dass Gott jeden von uns sorgsam geformt hat. Es ist nicht so, dass er nicht wusste, was er da tat und dass wir alle zufällig entstanden sind. Nein, er hat uns mit seiner eigenen Hand geschaffen, ganz bewusst und sorgsam. Wir sind kein Fehler. Du bist kein Fehler. Manchmal halten sich Menschen für einen Fehler. Oder sie verstehen nicht, warum sie diesen oder jenen Makel haben. Aber würden wir keine Makel haben, würden wir nicht einsehen, dass wir einen Retter brauchen. Am Ende der Schöpfung sagte Gott, dass alle seine Werke wunderbar sind. Und das schließt auch euch mit ein. Wenn ihr den Mut besitzt, dann sagt Gott ruhig, Herr, ich glaube, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich wunderbar geschaffen. Ja, ihr seid wunderbar, obwohl ihr Schwächen habt. Gott sieht euch als wunderbar an. Er sieht nicht nur, was ihr getan habt und tut, sondern auch, was ihr in der Zukunft tun werdet. Wir alle machen Fortschritte. Ist euch bewusst, dass ihr heute durch das Hören dieses Vortrags Fortschritte macht? Gott wirkt durch sein Wort und verändert euch. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird. Manchmal hört man Menschen sagen, ich habe Gott gefunden. Das stimmt eigentlich nicht. In Wirklichkeit hat Gott uns gefunden und uns in eine Beziehung zu sich eingeladen. Unser Teil besteht darin, diese Einladung anzunehmen oder auszuschlagen. Aber er hat uns eingeladen, er hat uns gefunden. Er hat ein gutes Werk in uns angefangen, um uns zu verändern und Jesus ähnlicher zu machen. Er fährt mit diesem Werk fort und die Bibel verspricht uns, dass er das gute Werk, mit dem er angefangen hat, auch vollenden wird. Wenn er es nicht vollendet, dann ist es nicht seine Schuld, sondern es liegt daran, dass wir aufgegeben und nicht weiter mit ihm zusammengearbeitet haben. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt uns, solange wir uns mit seinem Wort befassen, verändert Gott uns weiter. Solange ihr euch mit der Bibel beschäftigt und sie auf euer Leben anwendet, verändert ihr euch auf eine positive Art und Weise. Dadurch spiegelt ihr immer stärker Gottes Herrlichkeit wider. Das ist nicht euer eigenes Werk. Es ist nicht eure Aufgabe, euch zu verändern. Es ist etwas, das durch den Heiligen Geist geschieht. Erlaubt dem Heiligen Geist, euch zu verändern. Wer versucht, sich selbst zu verändern, der ist am Ende nur frustriert. Wer versucht, wie jemand anders zu sein, der ist am Ende auch nur frustriert. Wie wäre es mit Folgendem? Entspannt euch und seid einfach ihr selbst. Klingt gut? Das ist eine der Eigenschaften, die ich an meinem Mann am liebsten mag. Er lässt mich so sein, wie ich bin. Beispielsweise gestern Morgen. Ich geriet etwas aus der Fassung. Genauer gesagt, geriet ich sehr aus der Fassung. Mein Computer funktionierte nicht richtig. Ich versuchte, eine E-Mail zu verschicken, die aber nicht ankam. Und die Person, der ich schreiben wollte, sandte mir Kurznachrichten, um sich nach der Antwort auf die Frage zu erkundigen, die ich eigentlich per E-Mail zu beantworten versuchte.
Gleichzeitig klingelten mehrere Telefone und ich bekam andere Kurznachrichten. Davor war ich draußen spazieren gegangen und irgendetwas stimmte mit der App nicht, die ich dabei benutzen wollte. All das frustrierte mich. Nun, Dave hat gerne seinen Spaß mit mir. Er wusste genau, dass ich es eilig hatte und frustriert war und deshalb sagte er, ach komm her und lass dich umarmen. Ich erwiderte, Dave, ich habe zu tun. Ich habe keine Zeit zum Schmusen. Und er lachte und sagte, umarmen wir uns trotzdem. Gesagt, getan. Später sagte ich zu ihm, es tut mir leid, dass ich so hitzig war, als du mich umarmen wolltest. Er sagte, warst du hitzig? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Doch war ich. Er sagte, oh, das würde ich nicht hitzig nennen. Das nenne ich bloß Joyce. Er nimmt mich so, wie ich bin. Und er weiß, dass ich hin und wieder etwas Feuer speie. Er findet das sogar witzig. Wisst ihr, wenn wir die Dinge mit anderen Augen sehen, wenn wir die Menschen, mit denen wir zusammenleben oder zu denen wir eine Beziehung haben, so annehmen können, wie sie sind, dann erleichtert es das Leben enorm. Dieselbe Annahme müssen wir uns auch selbst entgegenbringen. Du und ich, wir werden nicht perfekt sein, bis Jesus wiederkommt. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter wachsen und nicht unser Bestes geben sollten. Aber wir sollten nicht bei jedem Fehler gleich Schuldgefühle auf uns häufen. Früher wollte ich so viele verschiedene Personen sein, dass ich mich selbst dabei verlor. Als ich mich dann schließlich fragte, wie bin ich eigentlich, konnte ich das zunächst gar nicht beantworten, weil ich so lange versucht hatte, jemand anders zu sein. Ich musste mich erst einmal wiederfinden. Vielleicht habt auch ihr dieses Gefühl. Ihr habt versucht, so viele verschiedene Personen zu sein oder so zu sein, wie andere es von euch erwartet haben, dass ihr nicht mehr wisst, wer ihr überhaupt seid. Dann wendet euch an Gott, verbringt Zeit mit ihm, findet mit seiner Hilfe heraus, wer ihr seid, welches Temperament und welche Persönlichkeit ihr habt. Werdet frei von dem Gefühl, dass etwas mit euch nicht stimmt. Solange ihr euch selbst nicht annehmt, werdet ihr nicht glücklich sein. Ich möchte das noch einmal sagen, damit es bei euch allen ankommt. Solange ihr euch selbst nicht annehmt, werdet ihr nicht glücklich sein. Ich meine damit nicht, dass ihr Fehlverhalten gutheißen sollt. Ich meine nicht, dass ihr einfach sagt, ach, ich bin eben ein Hitzkopf, es ist völlig in Ordnung, ständig wütend zu sein. Nein, es ist nicht in Ordnung, in einem Fehlverhalten zu verharren, von dem uns die Bibel eindeutig abrät. Aber was ich meine ist, wenn ihr akzeptieren könnt, dass ihr euch in einer Wachstumsphase auf dem Weg zum Ziel befindet, dann könnt ihr die Reise dorthin genießen. Ansonsten macht ihr euch die ganze Zeit unglücklich. Mehr noch, es hemmt sogar das Wachstum, unglücklich zu sein, weil man dann krampfhaft versucht, sich zu verändern. Wir alle müssen mit Gott übereinstimmen. In Amos 3, Vers 3 steht, können zwei miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Wir müssen uns mit Gott absprechen. Was sagt er über uns? Er sagt, dass er uns bedingungslos liebt, dass er immer bei uns ist, ob wir seine Gegenwart nun spüren oder nicht. Er hat versprochen, uns immer nahe zu sein. Er hat uns herrlich und ausgezeichnet gemacht. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich, sagt Zephania. Das heißt nicht, dass er sich über alles freut, was ihr tut, aber er freut sich über euch. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Das liebe ich. Gott sagt noch so viele andere wunderbare Dinge. Ich möchte euch herausfordern. Habt genug Glauben, dieselben Dinge über euch zu sagen, die Gott über euch sagt. Damit meine ich nicht, dass ihr euch jemanden suchen und ihm sagen sollt, hey, wusstest du, dass ich wunderbar bin? Aber ihr könnt dieses Bekenntnis im privaten Zuhause oder während eurer Gebetszeit aussprechen. Oder wenn der Teufel versucht, euch einzureden, dass ihr nichts taugt und ihr wie jemand anders sein solltet. Ich sage euch, wenn ihr jemanden findet, der euch so annimmt, wie ihr seid, und euch liebt, während ihr euch verändert, dann habt ihr etwas ganz Wertvolles gefunden, das ihr nicht aufgeben solltet. Gebt Familienmitgliedern und Freunden die Freiheit, sie selbst zu sein. Dann werden sie euch viel mehr mögen. Betet für sie. Gott wird sie verändern. Wisst ihr, dass Gott in einer Sekunde tun kann, was ihr in 20 Jahren nicht schafft? Gott kann Menschen im Handumdrehen verändern. Und ein Gebet kann viel mehr bewirken als alle Anstrengungen, die ihr unternehmt. Was ist mit dem Vergleichen? Vergleicht ihr euch mit einer anderen Person? Oder habt ihr euch schon mal mit anderen verglichen? Wie ihr im Vergleich zu anderen aussieht.
welche Persönlichkeit ihr im Vergleich zu anderen habt. Wie gesagt, eine der Personen, mit denen ich mich früher verglich, war die Frau meines Pastors, weil sie einfach so reizend war. Ich fand, dass ich keine besonders angenehme Persönlichkeit hatte. Ich war nicht reizend, sondern gereizt. Besonders damals, vor 40 Jahren. Ich habe mich inzwischen sehr verändert. Ich glaube, ich bin heute deutlich netter, als ich damals war. Aber ich würde nicht sagen, dass ich eine reizende, anmutige Dame bin. So bin ich eben nicht. Und wenn ich versuche, so zu sein, kommt das nicht gut rüber. Mark Twain sagte, Vergleiche sind der Tod der Freude. Der Spruch gefällt mir. Denk mal darüber nach. Vergleiche sind der Tod der Freude. Wer sich mit anderen vergleicht, hat keine Freude an sich selbst. Wir dürfen unsere Fähigkeiten nicht mit den Fähigkeiten anderer vergleichen, unsere Gaben und Talente nicht mit denen anderer. Das gilt auch für unser Aussehen, welchen Beruf wir ausüben, wie lange wir jeden Tag in der Bibel lesen, wie wir beten. Manchmal höre ich, wie andere Christen von ihrem Gebetsleben schwärmen. Sie erzählen von ihren geistlichen Träumen. Ich hingegen habe verrückte Träume. Ab und zu habe ich vielleicht einen Traum, der von Gott gekommen sein mag. Aber meistens ergeben meine Träume keinen Sinn. Doch ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass ich mich nicht mit anderen Menschen vergleichen darf. Weder in geistlicher, körperlicher noch in geistiger Hinsicht. Ich kenne Menschen, die viel intelligenter sind als ich. Aber Intelligenz ist nicht die einzige Begabung, die es gibt. Wir sind alle unterschiedlich und ich sage euch, Gott liebt die Vielfalt. Wir sind alle wertvoll. Der Pförtner ist genauso wichtig wie der Firmenchef und entsprechend sollte der Firmenchef ihn auch behandeln. Beide sollten wissen, dass ihre Bedeutung nicht davon abhängt, was sie tun, sondern wer sie sind. Wer ein Kind Gottes ist, der ist Gott wichtig. Gott liebt euch, Gott liebt euch, Gott liebt euch. Je mehr Freude ihr an euch selbst habt, desto mehr Freude werden auch andere an euch haben. Gott liebt die Vielfalt. Es gibt rund 10.000 Vogelarten. Man geht davon aus, dass diese Zahl ungefähr doppelt so hoch ist wie bisher angenommen. Es gibt 12.000 verschiedene Ameisenarten, 35.000 verschiedene Spinnenarten. Dabei mögen die meisten von uns Spinnen nicht einmal, doch es gibt 35.000 verschiedene. Warum? Ich weiß es nicht. Gott liebt eben die Vielfalt. 900.000 verschiedene Insekten, sie alle spielen eine Rolle. Nun, wenn selbst ein Insekt eine Aufgabe hat, dann lasst euch vom Teufel nicht einreden, ihr hättet keine. Warum bin ich hier? Für mich gibt es keine Bestimmung, ich bin nutzlos. Oft halten wir uns deshalb für nutzlos, weil wir unsere Errungenschaften mit denen anderer vergleichen. Ich glaube, dass jetzt gerade Menschen zuschauen, die ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Ihr verurteilt und kritisiert euch selbst. Deshalb möchte ich euch heute ermutigen, das zu verinnerlichen, was die Bibel sagt. Du bist herrlich und ausgezeichnet gemacht. Ihr seid der Hammer. Ihr mögt nicht so sein wie jemand anders. Wendet euren Blick von anderen ab und investiert lieber in eure eigenen Gaben und Talente. Ich genieße die Spaziergänge in unserer Straße sehr. Vor allem deshalb, weil dort eine große Vielfalt herrscht. Es gibt so viele verschiedene Bäume. Jetzt im Frühling blühen auch viele verschiedene Blumen und Pflanzen. Man kann die unterschiedlichsten Vögel sehen. Menschen gehen mit ihren Hunden Gassi. Und es gibt die unterschiedlichsten Hunde. Selbst was das Unkraut angeht, gibt es viele Unterschiede. Es gibt kleine Steine, große Steine. Wäre alles gleich, dann wäre es langweilig. Manchmal fahre ich an Reihenhäusern oder Häusern vorbei, die alle genau gleich aussehen. Da frage ich mich, wie können die Leute überhaupt ihr Haus finden, zumal jedes Haus genau gleich aussieht? Gott liebt die Vielfalt und Gott liebt dich. Könnte es vielleicht eine Beleidigung der Kreativität Gottes sein, wenn wir wie jemand anders sein wollen? Denkt daran, Vergleiche sind der Tod der Freude.
Vielleicht seid ihr in letzter Zeit nicht besonders glücklich und fragt euch warum. Das, was ich heute sage, könnte möglicherweise eine Antwort darauf sein. Akzeptiert und feiert euch selbst. Es gibt eine gute Geschichte über einen Pfau und eine Krähe. Eine Krähe lebte im Wald und war absolut zufrieden mit ihrem Leben. Doch eines Tages sah sie einen Schwan. Oh, der Schwan ist so weiß, dachte sie. Und ich bin so schwarz. Der Schwan muss der glücklichste Vogel auf der Welt sein. Sie teilte dem Schwan ihre Gedanken mit. Ich fand auch, dass ich der glücklichste Vogel war, erwiderte der Schwan, bis ich einen Papagei sah, der zwei Farben hatte. Nun glaube ich, dass der Papagei der glücklichste Vogel der Welt ist. Die Krähe erkundigte sich beim Papagei. Der Papagei erklärte, ich führte ein sehr glückliches Leben, bis ich einen Pfau sah. Ich habe nur zwei Farben, der Pfau hingegen hat viele Farben. Daraufhin suchte die Krähe einen Pfau in einem Zoo auf und sah, wie hunderte von Menschen sich versammelt hatten, um den Pfau zu bewundern. Nachdem die Menschen gegangen waren, näherte sich die Krähe dem Pfau. »Lieber Pfau«, sagte die Krähe, »du bist so schön. Jeden Tag kommen Tausende von Menschen, um dich zu bewundern. Mich verscheuchen sie hingegen immer. Du musst der glücklichste Vogel auf der Erde sein.« Der Pfau erwiderte, »Ich hielt mich auch immer für den schönsten und glücklichsten Vogel auf der Erde. Doch aufgrund meiner Schönheit bin ich in diesem Zoo gefangen. Ich habe mir den Zoo genau angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Krähe der einzige Vogel ist, der nicht in einem Käfig eingesperrt ist. Deshalb habe ich in den letzten Tagen gedacht, wäre ich nur eine Krähe, dann könnte ich fliegen, wohin ich wollte. Das ist eine sehr aussagekräftige Geschichte, denn häufig sind Menschen mit sich zufrieden, bis sie jemanden sehen, der es scheinbar besser hat. In Galater 6, Verse 4 und 5 steht, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Entscheidet euch heute, dass ihr die Person sein wollt, als die Gott euch geschaffen hat, und nicht jemand anders. In 2. Korinther 10, Vers 12 schreibt Paulus, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit! Früher hatte ich eine Nachbarin, die sehr kreativ war. Ich selbst würde mich nicht unbedingt als besonders kreativ bezeichnen. Mein Schreiben und meine Vorträge sind zwar auch ein Ausdruck von Kreativität, aber ich male nicht, ich spiele kein Instrument, ich stricke nicht, ich mache keine Kreuzstickerei, ich nähe keine Kleidung für meine Familie. Ein Haus einzurichten geht mir nicht so leicht von der Hand. Und nachdem die Einrichtung fertig ist, bleibt im Grunde alles so, wie es ist, bis wir wieder ausziehen. Ich bin nicht jemand, der in einen Raum kommt und sofort denkt, oh, das könnte hier hinkommen und das dorthin, dann wäre das Ganze viel ansprechender. Deshalb setzte sich bei mir das Gefühl fest, ich sollte mehr wie meine Nachbarin sein. Meine Nachbarin hatte beispielsweise einen Garten, in dem sie Tomaten anbaute. Sie machte die Tomaten jedes Jahr ein oder verarbeitete sie zu einem Tomatenaufstrich und so weiter. Sie nähte auch die Kleidung ihrer Familie selbst und sie überredete mich, Nähstunden zu nehmen und nähen zu lernen. Ich besorgte mir eine Nähmaschine und stellte sie bei uns ins unterste Stockwerk des Hauses. Das war sozusagen unser Keller. Um ehrlich zu sein, ich hasste diese Nähmaschine. Mir machte das Nähen überhaupt keinen Spaß. Auch konnte ich es nicht besonders gut. Aber ich tat es trotzdem. Warum? Weil meine Nachbarin es tat und ich das Gefühl hatte, ich sollte mehr so sein wie sie. Wir legten auch einen Garten an, beziehungsweise nicht wir. Dave korrigiert mich immer und sagt, nein, ich habe den Garten angelegt. Er übernahm meistens auch das Unkrautjäten. Dann warteten wir darauf, dass unsere Tomaten richtig schön groß und saftig wurden. Ich kaufte Einmachgläser und alles, was man zum Einmachen braucht. Warum um alles in der Welt tat ich das?
Damals konnte man, wenn sie im Angebot waren, 3 Dosen Tomaten für einen Dollar kaufen. Es wäre viel leichter für mich gewesen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns mit dem nötigen Dollar versorgt, als die ganze Plackerei eines Gemüsebeets auf sich zu nehmen und die Tomaten am Ende selbst einzumachen. Aber ich hab's versucht. Nun, wir waren drauf und dran, die Tomaten zu pflücken. Sie sahen schön rot und saftig aus. Meine Nachbarin und ich sprachen uns ab. Am nächsten Tag wollten wir unsere Tomaten pflücken und mit dem Einmachen beginnen. Doch als ich an dem Morgen nach meinen Tomaten sah, hatte ein Schwarm irgendeines Ungeziefers, ich weiß nicht welches, große schwarze Löcher in all meine Tomaten gefressen. Ich ging davon aus, dass sie auch die Tomaten meiner Nachbarin gefressen hatten. Also eilte ich ins Haus zurück und rief sie an. Du wirst es nicht glauben, das ist schrecklich. Irgendein Ungeziefer hat Löcher in unsere Tomaten gefressen. Sie erwiderte, ich war gerade draußen bei meinen Tomaten, da ist alles in Ordnung. Das begriff ich nicht. Ich betete doch für meine Tomaten. Ich vertraute darauf, dass Gott uns gute Tomaten schenken würde. Also fragte ich Gott, Herr, warum hat dieses Ungeziefer meine Tomaten gefressen und nicht ihre? Daraufhin sagte er, weil ich dir nie aufgetragen habe, Tomaten anzubauen. Also bin ich auch nicht dazu verpflichtet, sie zu beschützen. Das ist natürlich eine witzige Geschichte. Aber vielleicht versucht auch ihr irgendetwas, das nicht fruchtet und nicht fruchtet und nicht fruchtet. Ihr versucht krampfhaft, es zum Funktionieren zu bringen. Es ist wie ein falsches Puzzlestück, das nicht dorthin passt, wo ihr es reinquetschen wollt. Das ist frustrierend. Es ist frustrierend, so sein zu wollen wie jemand anders und das tun zu wollen, was er tut. Denn stellt euch vor, ihr werdet es einfach nicht so gut hinbekommen. Ich war nicht gut im Gemüseanbau, weil Gott mich nicht dazu beauftragt hatte. Er hatte mich dazu beauftragt, die Bibel zu lehren. Ich begann zu Hause einen Bibelkreis zu leiten. Das war der Anfang unserer heutigen Arbeit. Jeden Dienstagabend kamen zwischen 25 und 30 Leute zu uns nach Hause. Ich leitete den Bibelkreis 5 Jahre lang. Am Ende dieser 5 Jahre hatte ich den Eindruck, dass ich damit aufhören sollte, weil es Zeit für den nächsten Schritt war. Mir kam der Bibelvers, siehe, ich wirke Neues. Ich dachte, bestimmt würde in den nächsten Tagen etwas ganz Erstaunliches passieren. Bestimmt würden sich Türen öffnen, damit ich das tun konnte, was mir am Herzen lag, nämlich zu reisen und erheblich mehr Menschen zu lehren, anstatt nur einen Bibelkreis bei uns zu Hause zu leiten. Nun, ein ganzes Jahr lang tat ich nichts, außer zu versuchen, Tomaten einzumachen und nähen zu lernen und Dinge zu tun, die andere taten. Ich begriff das nicht. Herr, warum bringst du mich dazu, meinen Bibelkreis aufzugeben und jetzt mache ich absolut nichts? Falls ihr schon mal eine Zeit lang von Gott benutzt wurdet und dann auf dem Abstellgleis gelandet seid, war das bestimmt auch verwirrend für euch. Oder vielleicht habt ihr einen Traum im Herzen. Ihr habt eine Vision davon, wie Gott euch gebrauchen möchte. Doch es tut sich einfach nichts. Sicher findet ihr das ein bisschen verwirrend. Ich verstand es damals nicht. Aber einige Jahre später schaute ich zurück und begriff, dass ich ständig versuchte, jemand anders zu sein. Und Gott brachte mir in dem Jahr bei, ich selbst zu sein. Das lernte ich nur, indem ich all die verschiedenen Dinge ausprobierte und scheiterte. Ich nähte Dave Shorts. Als ich damit fertig war, waren die Taschen länger als die Shorts selbst. Heute lachen wir über sie. Es waren graue Shorts mit schwarzen Streifen. Ich wünschte, wir hätten sie behalten, dann könnte ich sie euch zeigen. Es war erbärmlich, wie lange und wie hart ich an diesen Shorts arbeitete und wie sie am Ende aussahen. Warum? Warum, Gott, warum? Warum kann meine Nachbarin so gut nähen und ich habe so hart daran gearbeitet und es ist nichts daraus geworden? Wie gesagt, ich versuchte auch wie die Frau meines Pastors zu sein. Sie war unglaublich nett, schenkte Menschen liebend gern ein Ohr und stand ihnen seelsorgerlich zur Seite. Sie sagte immer, erzähl mir noch mehr. Ich hingegen empfand nach 2 Minuten, du hast mir genug erzählt, ich weiß, was dein Problem ist, geh nach Hause und tu das und das. Wir hatten 2 ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Sie und ich kamen nicht so gut miteinander aus. Jahre später, als wir darüber sprachen, stellte sich heraus, dass auch sie mir sein
wollte wie ich. Wir wollten beide die jeweils andere Person sein. Man kann von den Gaben, die Gott in eine andere Person hineingelegt hat, nicht wirklich profitieren, solange man selbst diese Person sein möchte. Ich versuchte auch, wie Dave zu sein. Dave bleibt immer gelassen und gibt jede Sorge sofort an Gott ab. Er macht sich keine Sorgen, ist stets fröhlich und beschwert sich nur selten. Aber wisst ihr was? Ich bin einfach nicht wie Dave. Ich will Dinge in Ordnung bringen. Manchmal lade ich mir die Verantwortung auf, etwas in Ordnung zu bringen, das ich lieber in Ruhe lassen sollte. Aber ich bin eben ich und er ist er. Ich musste all diese Situationen durchmachen. Der einzige Ausweg ist oft der Weg hindurch. Ich musste diese Situation durchmachen, um zu lernen, ich selbst zu sein. Auch du sollst du sein. Denk immer daran. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart, und ich hoffe und bete wirklich, dass ihr etwas gehört habt, das euch hilft, euch mehr zu entspannen und Freude an der Person zu finden, als die Gott euch geschaffen hat. Denkt daran, Gott liebt euch. Er hat euch mit seiner eigenen Hand geschaffen. Ihr seid kein Zufall. Also versucht nicht, jemand anders zu sein, sondern seid die wunderbare Person, die ihr seid. Danke, dass ihr heute dabei wart. Viele Zuschauer erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten. Möchten Sie mit uns dafür beten? Dann melden Sie sich bei uns. Hat Sie dieser Vortrag angesprochen? Dann helfen Sie doch gerne mit, dass wir die Sendungen von Joyce Meyer auch weiterhin produzieren und im Fernsehen ausstrahlen können. Spenden Sie ganz einfach online unter joyce-meyer.de/mithelfen. Herzlichen Dank. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Es ist sehr schwer und schmerzhaft, mit einer verwundeten Seele durchs Leben zu gehen. Ich weiß das, denn ich habe jahrelang so gelebt, weil ich als Kind von meinem Vater sexuell missbraucht worden bin. Aber ich habe gelernt, dass ich selbst meine tiefsten Verletzungen überwinden kann, wenn ich mich auf den Heilungsprozess einlasse. In meinem Buch Heilung für die Seele einer Frau können auch Sie entdecken, wie Sie Ihren emotionalen Schmerz Schritt für Schritt loswerden können. Sie müssen nicht den Rest Ihres Lebens mit diesem Schmerz verbringen. Es wartet ein ganz neuer Anfang auf Sie. Bestellen Sie das Buch auf joyce-meyer.de/seele. Oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 411 11.